Pocoyo und Elli und Pato. Was spielt ihr da? Moment! Was ihr nicht sagt. Ihr müsst die Murmel da mitten ins Loch hineinkriegen, stimmt's? Und wie läuft es so für jeden von euch? Und was ist mit dir, Pocoyo? Das ist die einzigartige schwarze Supermurmel. Oh, tut mir leid, Pocoyo. Fast hättest du es geschafft. Und wer ist jetzt an der Reihe? Oh, oh, Moment mal. Was passiert da? Ja, Pocoyo, aber wie konnte die Murmel von ganz alleine losrollen? Ich glaube, du hast ein schwarzes Loch entdeckt. Es schluckt alles, was in seiner Nähe ist. Und du weißt, was das bedeutet, oder? Pocoyo, jetzt ist nicht die Zeit zum Tanzen. Komm, weg da von dem Loch. Gute Idee, Pato. Haltet euch an dem Baum fest. Vorsicht, festhalten. Das ist ziemlich lustig, oder? Aber jetzt müssen wir Elli irgendwie da rausholen. Kann bitte jemand ein Licht anmachen? Oh, was für eine Erleichterung. Alles scheint gut zu sein. Außer einer ganz winzigen Kleinigkeit. Alle Farben sind verkehrt. Pato, du bist nicht mehr gelb. Jetzt bist du lila. Und Elli, jetzt bist du grün. Ihr würdet gerne, alles wäre wieder normal, oder? Ich glaube, da gibt es eine Lösung. Willst du in deine frühere Welt zurückkehren, Pocoyo? Ich glaube, dass deine schwarze Supermurmel der Schlüssel zu unserer Befreiung ist und uns zurück nach Hause bringen wird. Das ist es, Elli. In dieser Welt hier ist Pocoyos schwarze Murmel weiß. Und was nun? Das ist es. Ein weißes Loch. Jetzt springen wir alle hinein. Was ist mit dir, Pato? Willst du nicht wieder gelb sein? Das ist aber nicht unsere Welt. Ihr seid ja alle aus Papier.
Es wäre besser, wir finden die Murmel wieder. Gute Arbeit, Pato. Aber was ist das? Ihr seid ja jetzt alle Luftballons. Oh, endlich. Endlich wieder zu Hause. Ihr habt da nichts zurückgelassen, stimmt's? Gute Frage, Pato. Was sollen wir jetzt damit machen? Aha! Sieht so aus, als habe Pocoyo eine Idee. Eine Rakete? Ich verstehe. Lasst uns mit dem Countdown anfangen. Bereit? 3, 2, 1, Zündung! Eine Zaubernacht. Bis zum nächsten Mal.